Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video, ja, möchte ich mal ein paar Punkte zum Thema Rekrutierung im Network Marketing mit dir teilen und warum nicht, beziehungsweise die Rekrutierung ja auch dein Karriere-Turbo ja für deinen Erfolg im Network Marketing halt eben auch ist. Und es gibt ein paar Punkte, an denen du dich orientieren kannst, wenn du ja schnellstmöglich vorankommen willst. Zum einen ist natürlich, ja, wir setzen es immer voraus, aber ich stelle halt immer wieder fest, dass es ja bei dem einen oder anderen dann immer eine grundlegende ja, Sache ist, ja, dass man noch gar nicht so genau weiß, was ist denn eigentlich das Ziel. Aber letzten Endes wirst du nur ja dein Ziel auch erreichen, wenn du es zum einen erstmal kennst und wenn du auch den unbändigen Willen hast, ja, und auch bereit bist, 100% Einsatz dafür auch zu geben. Es ist zwar schön und gut, wenn du reich werden willst, aber das reicht nicht, es einfach nur zu wollen, sondern du musst auch 100% ja bereit sein, ja, den Einsatz dafür auch zu bringen. Und das bedeutet halt eben einfach mal, ja, vielleicht 1, 2 Stunden am Tag mehr zu machen, ja, oder länger zu machen. Ist ja nicht immer, sondern halt, es ist aber auch ein gewisser Zeitraum, wo das Ganze eben halt einfach notwendig ist. Und da muss man halt eben durch, weil, ja, manchmal kriege ich Nachrichten, die verstehe ich manchmal gar nicht erst, weil wenn mich jemand anschreibt und sagt zu mir, ich möchte ja online mein Network Marketing aufbauen, weil ich habe so wenig Zeit. Ich arbeite 8 bis 9 Stunden am Tag und weiß nicht, wo ich dann noch die Zeit hernehmen soll, ja, das Network Marketing aufzubauen. Deswegen will ich es online machen. Dann muss ich halt einfach sagen, egal ob du es online oder offline machst, du wirst Einsatz bringen müssen. Es werden auch, egal ob du online oder offline arbeitest, es werden einfach keine gebratenen Tauben einem von selbst in den Mund fallen, sondern wir müssen da einfach bereit sein, auch über unsere Schmerzgrenze eine gewisse Zeit lang hinauszugehen, und zwar so lange, bis wir unser Ziel eben halt erreicht haben oder bis wir halt wissen, okay, wir haben das Momentum so weit geschafft, dass wir unser Ziel auch erreichen. Der zweite Punkt ist, die Chancen auch dann zu nutzen. Die Chancen waren nie besser als heute. Ja, und ich weiß, man kann da viele Videos angucken. Ja, man irgendwie sagt, hört man das immer, die Chancen waren nie besser als heute. Aber es ist halt tatsächlich so. Allein die Technik, wenn du heute dein Business online aufbauen willst, vor 5, 6, 7 Jahren noch, war es noch nicht so einfach möglich, online zu arbeiten. Heute hast du ja für fast jede Anwendungs- oder für jedes Aufgabengebiet, was in einem Unternehmen anfallen kann, hast du Tools, die dir die Arbeit ja abnehmen. Du brauchst keine Programmierkenntnisse, nichts. Das heißt, es war nie leichter, ein Business auch online aufzubauen. Früher musstest du noch, ich sag mal, ja, zu den Leuten vor Ort, um Beratungen durchzuführen. Du musstest ja noch bei den Leuten direkt am Küchentisch sitzen, um ihnen das Geschäft zu präsentieren. Heute kannst du das alles über Online-Seminare, du kannst es über Meetings, ja, über Konferenzen, du kannst es über Webinare, ja, automatisiert, live, wie auch immer. Du kannst heute so viele Leute mit deinem Business erreichen, ne, oder mit deiner Geschäftsidee erreichen. Das ist wirklich einzigartig. Natürlich ist es auch eine kleine Gefahr drin, weil es natürlich halt auch ja, wir müssen uns da halt auch schon ein bisschen, wir müssen da schon ein bisschen auch herausragen aus der Masse, ja, um überhaupt wahrgenommen zu werden, weil eben diese Chancen halt ja auch viele, viele andere nutzen. Aber nichtsdestotrotz, heute war es nie, nie einfacher, ja, die Chancen zu nutzen, weil gerade wenn du wenig Zeit hast, ja, du musst heute nicht mehr stundenlang im Auto sitzen und Menschen für dein Business rekrutieren, sondern du kannst vieles online machen. Und ja, wer halt heute sagt, er hat keine Zeit, ja, er weiß nicht, wann er das noch machen soll, ja, der ist da mehr an der Ausredenebene als auf ja, der Ebene, dass er Gründe sucht, warum es funktioniert und warum er das Ganze auch machen will. Dritter Punkt, bleib dran, ja, beherrsch deine Wiedervorlage. Und Wiedervorlage muss nicht unbedingt immer sein, dass du jeden Tag dann ja eine gewisse Anzahl an Menschen abtelefonierst, sondern es kann auch dein E-Mail-Follow-up sein, ja. Aber wenn du mit jemandem sprichst über dein Geschäft, über dein Business, dann
ja, trifft konkrete Vereinbarungen, wann ihr euch das nächste Mal wieder sprecht, ja, oder wann du nochmal anrufen kannst. Bleib mit den Menschen in Kontakt, weil hier unterscheidet sich oft der Sieger vom Verlierer. Die meisten werden sicherlich keine 3, 4 oder 5 Mal anrufen. Oft braucht es aber einfach mehrere Kontakte, bis du einen guten Kunden oder einen guten Vertriebspartner gewinnst. Und deswegen bleib einfach dran, immer und immer wieder. Und ja, bau dadurch eben halt auch Vertrauen auf und liefer so lange die Informationen, bis ja, bis die Person entweder bei dir anfängt oder halt wirklich eine endgültige Entscheidung trifft und sagt, nein, ich möchte von dir einfach auch nicht mehr kontaktiert werden oder wie auch immer. Ja, also man kann es ja auch auf eine charmante Art machen, ohne ja zu nerven. Ja, und einfach ja, hier ist so das Sprichwort, der stete Tropfen höhlt den Stein, aus meiner Sicht auch angebracht. Vierter Punkt, halte deine Motivation hoch, denk immer wieder über deine wichtigsten Gründe nach. Warum ist dein Unternehmen gut und warum tust du das, was du tust? Ja, du brauchst einen brennenden Grund, gerade wenn du nebenberuflich arbeitest. Du brauchst Gründe, ja, die auch deine Motivation hochhalten, damit du auch nach 8, 9 oder 10 Stunden Arbeit weiter noch an deinem Unternehmen arbeitest, ja. Was sind deine Gründe? Und hier vielleicht einfach mal 5 bis 10 Gründe notieren und geh jeden Tag diese Gründe für dich durch, um einfach auch deine Motivation hochzuhalten. Dann der nächste Punkt. Programmiere täglich dein Unterbewusstsein, deine Gedanken auf die Rekrutierung neuer Vertriebspartner. Du musst auch Vertriebspartner oder Kandidaten wahrnehmen können, wenn du, ja, wenn du sie siehst. Und wenn du sie nicht siehst, ja, dann wirst du dich auch immer schwer tun, ja, Leute anzusprechen. Wenn du konditioniere dein Unterbewusstsein durch ja, Incantations, durch Autosuggestion, ja, durch Visualisierung. Sag deinem Unterbewusstsein, was du willst, ja, damit du dann auch ja im Rekrutierungsmodus bist und du musst tagtäglich im Rekrutierungsmodus sein. Und ich gebe dir ein Beispiel, wie das oft funktioniert, wenn du irgendwo auf einem Straßenfest oder sonst wo bist und ja, und auf einmal hörst du deinen Namen, ja. Dann bist du auf einmal hellwach, ja, und du bist dann mit deinen Gedanken bei den Leuten und überlegst, was sprechen die jetzt über dich? Ja, es kann auch auf einer Party passieren, wo auch immer. Ja, und das ist einfach diesen Fokus, den wir brauchen. Wir müssen halt dann einfach auch den Mitarbeiter oder den zukünftigen Vertriebspartner einfach auch, ja, sehen. Ja, dann habe eine positive Erwartungshaltung. Ja, du kannst jetzt natürlich den Telefonhörer in die Hand nehmen und kannst denken, naja, die Person braucht so oder so nicht das, was ich ihr anbiete. Du kannst aber auch denken, hey, das, was ich tue, ja, das ist wichtig. Ja, die meisten Menschen da draußen, die wären froh, wenn sie mehr Geld am Ende des Monats zur Verfügung hätten. Ja, und deswegen dieses Mindset, das brauchst du einfach, dass wenn du anrufst, wenn du ja, wenn du eine E-Mail schreibst, dass du ein willkommener Gast bist, dass du etwas zu bieten hast. Ja, und vom quasi ja, dass du für dich einfach ja, entscheidest, dass du den Menschen etwas Gutes bringst und das mit jeder Faser deines Tuns dann eben halt auch lebst. Der nächste Punkt ist das Thema Schlagzahl. Spreche mit so vielen wie Menschen wie möglich, weil Qualität entsteht auch durch Quantität. Ja, und ich habe eins festgestellt: Du kannst es den Menschen nicht ansehen, wer ja die Person ist, die etwas tut. Du kannst mit Unternehmern sprechen, die werden nichts tun. Du kannst aber auch mit Hausfrauen sprechen, die die richtige Motivation haben und dann eben durch die Decke gehen, ja. Und deswegen sprech mit so vielen Menschen wie möglich und selektiere auch nicht vor, gib nicht im Vorhinein so viele Prognosen ab, für die Person ist es was, für die Person ist es nichts, sondern gib jeder Person einfach die Chance, ja, und gerade im Network Marketing, du zahlst ja kein Gehalt, sondern vereinbar doch einfach mit der Person einfach mal eine einmonatige Probezeit, ja, um einfach zu sehen, ob ihr beide zueinander passt und dann siehst du doch auch sofort innerhalb eines Monats, ob die Person ein Macher ist, ja, oder ob sie einfach nur gern etwas hätte, ohne was zu tun, ja, und dadurch, wenn du das oft genug machst, dann wirst du halt bei 10 Leuten, wirst du halt ein, zwei dabei haben, die etwas tun. Ja, und von diesen 10 wird halt dann vielleicht einer, ja, auch eine Führungskraft dann später mal werden. Ja, aber diese Quote, die kriegst du dann auch raus, wenn du die genügend Schlagzahl fährst, dann weißt du genau,
okay, wie viele Menschen muss ich denn ins Geschäft bringen, damit ich Leute habe, die etwas tun? Und wie viel von den Leuten werden dann auch, ja, meine Teamleader? Ja, wenn du im Gespräch bist, nächster Punkt, wenn du im Gespräch bist, gib Lob, Anerkennung, stell immer wieder Fragen, um auch herauszufinden, was die Person letzten Endes bewegt. Und wie ich es schon angesprochen habe, vereinbar immer wieder Folgetermine. Sei da konkret. Ja, wenn du mit einer Person sprichst und sie auf eine Präsentation einlädst, dann sei konkret und frag sie, okay, wenn ich dir jetzt diese Präsentation zuschicke, bis wann kannst du dir die Präsentation ansehen? Wenn die Person sagt, bis Donnerstagmorgen, dann kannst du jetzt hergehen, kannst sagen, okay, lass uns einen Termin auf Freitag ausmachen. Bis dahin hast du es auf jeden Fall angesehen, richtig? Und wenn die Person sagt, ja, dann vereinbaren konkreten Termin für den Freitag und dann sprich da mit ihr. Und auch dort, wenn dann dort kein endgültiges Ergebnis zustande kommt, dann auch wieder ja einen Folgetermin vereinbaren. Deswegen immer von Termin zu Termin dann auch gehen. Und da sind wir dann auch schon im nächsten Punkt, beherrsche die Einwandbehandlung, sei verbindlich. Was sind die konkreten nächsten Schritte? Also wenn jemand einen Einwand hat oder ja irgendwo noch Fragen offen sind, dann sei da auch konkret und klar in deinen Aussagen. Frag dann zum Beispiel, wenn ich dir jetzt die Fragen dann alle zu deiner vollsten Zufriedenheit beantworte, machen wir dann das Geschäft zusammen, ja? Wirst du dann einsteigen, ja? Und das Konkrete ist unheimlich wichtig, weil die Menschen dann auch sehr stark merken, dass du es ernst meinst und dass du in deinem Bereich dann eben halt auch Profi bist und Menschen arbeiten auch gern mit Profis zusammen. Der nächste Punkt ist, Menschen folgen Menschen und deswegen sei du die Person, der die Menschen dann halt auch folgen wollen, ja. Dazu gehört nicht, dass man mit jedem gut Freund ist und dass jeder einen lieben muss. Ganz im Gegenteil. Manchmal ist es halt auch gut, wenn man ganz klare Kommunikation hat und wenn dann eine Person nicht mit dir zusammenarbeiten will. Weil wenn es nicht passt, ja, dann passt es halt einfach nicht. Ich vergleiche es immer mit einer Ehe. Du hast ja auch keine Lust, ich sag mal, 60 Jahre deines Lebens oder 50 Jahre deines Lebens mit einer Person zusammenzuarbeiten, die dich jeden Tag eigentlich einfach nur nervt, ja, wo die Chemie zwischen euch einfach nicht passt, ja, ist ja der Horror. Und deswegen ist es wichtig, dass du die richtigen Menschen rausfilterst und die, die dich halt nicht mögen, die mögen dich halt nicht. Ist so, ja, du wirst es nie jedem recht machen können. Aber wichtig ist halt einfach, dass du für dich die Person wirst, ja, dass die Menschen, die du haben willst in deinem Unternehmen, dass die dir auch gerne dann eben folgen, ja. Schaffe Vertrauen, beispielsweise durch Geschichten, ja. Wenn du tagtäglich deine Geschichte erzählst, warum du in deinem Unternehmen beigetreten bist, was deine persönlichen Gründe waren, was deine persönlichen Ziele sind und warum du willst, dass die Menschen, oder warum du den Menschen helfen willst und wie du ihnen helfen willst, wenn du diese Geschichten immer wieder Tag ein, Tag auserzählst, dann wirst du früher oder später erfolgreich werden, weil es wird Menschen geben, die werden sich mit deiner Geschichte identifizieren und werden dir vertrauen. Und dann solltest du einfach auch die Perspektive wechseln, ja? Von der Sichtweise, du suchst Mitarbeiter, ja, solltest du lieber die Perspektive annehmen, du wählst Mitarbeiter aus, weil letzten Endes bist du derjenige, der die Chance vergibt, ja? Wenn jemand was hinzuverdienen will und nicht bei dir einsteigt, ja, dann ist es der Person ihr Problem, weil du hast ja schon deine Firma gefunden. Das heißt, du bist derjenige, der die Chancen vergibt. Und mit diesem Mindset, mit dieser Einstellung, ja, solltest du auch an deine tägliche Arbeit gehen. Wenn du Leute am Telefon hast, du bist nicht der Bittsteller. Ja, ich habe auch schon Telefonate geführt, wo Menschen permanent mich gefragt haben, ja, was kriege ich denn, wenn ich bei dir im Team bin? Wie sieht denn die Unterstützung deinerseits aus? Ja, es ging also immer nur darum, was ich für denjenigen tue. Und irgendwann, natürlich ist es auch wichtig, das zu kommunizieren und das mache ich auch sehr gerne, aber irgendwann kommt dann auch mal der Punkt, wo man dann einfach mal fragen muss, warum sollte ich denn mit dir eigentlich zusammenarbeiten? Weil letzten Endes bist du derjenige, der die Zeit investiert, weil du hast das Wissen, wie das Geschäft funktioniert. Du bist derjenige, der anderen zeigen kann oder sie mit Menschen in Verbindung bringen kann, die wissen, wie es geht. Ja, gerade wenn du jetzt auch neu im Business bist, brauchst du da keine Angst vor haben, weil du kennst ja deine Upline, du kennst deine Führungskräfte, die schon erfolgreich in deinem Business sind. Und wenn die Person eben halt bei dir nicht anfängt, dann hat sie ja den Nachteil, ja, nicht du.
Und dann sind wir da auch beim letzten Punkt. Klare Regeln mit deinen Partnern, führe konsequent. Auch das ist ein Punkt, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Ja, mach nicht so viele Kompromisse. Natürlich muss man immer wieder auch mal ja, sich selbst hinterfragen, ob die eigene Ausrichtung die richtige ist. Aber letzten Endes, wir haben zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe ganz klare Regeln. Wer gegen diese Regeln verstößt, der ist halt nicht mehr Teil dieser Gruppe. Ja, und da braucht man auch keine Angst haben, weil letzten Endes ist es einfach so, wer gegen die Regeln verstößt, der verstößt gegen die Regeln und der muss dann eben halt mit den Konsequenzen dann auch rechnen. Und deswegen sollten auch deine Partner eben halt wissen, was sind denn klare Regeln. Und wenn ein Teampartner halt zum Beispiel nicht mehr loyal ist, ja, weil er sich woanders umschaut, dann ist das sein gutes Recht, ja. Und auch hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele einfach dann auch wieder zurückkommen, weil sie halt dann auch merken, woanders ist das Gras jetzt auch nicht grüner und da gibt es auch keine gebratenen Tauben, die einem in den Mund fliegen. Aber da muss man dann halt auch sagen, okay, kein Problem, macht es gerne, aber dann ist halt eben auch die Ausbildung meinerseits hiermit erstmal beendet. Und wenn du dich wieder entscheiden solltest, 100% loyal zum Unternehmen zu sein, dann muss man da die Tür nicht unbedingt zumachen, aber ja, man muss auch nicht, ich sag mal, für jeden, ja, dann, ja, in Anführungszeichen, ja, der Depp sein, ja. Deswegen hab klare Regeln, kommuniziert mit deinen Partnern und wenn jemand halt deine Ausbildung nicht besucht, ja, sondern halt dich dann immer, ja, mit irgendwelchen Ausreden dann hier bombardiert, dann ist halt dann einfach die Frage, ob du mit dieser Person ein erfolgreiches Business aufbauen kannst. Und du bist ja angetreten, um schnellstmöglich voranzukommen. Du bist angetreten, um schnellstmöglich dein Geschäft aufzubauen. Und da kannst du das halt nur mit den Leuten auch tun, ja, die eben ja mit dir gemeinsam auch dieses Geschäft schnellstmöglich aufbauen wollen. Und deswegen musst du deine Zeit dann halt auch auf diese Partner konzentrieren, die mit dir gemeinsam diese klaren Regeln einhalten, ja, in beide Richtungen. Okay, das war jetzt so meine Gedanken zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar Impulse geben und wenn dem so war, freue ich mich natürlich über einen Kommentar von dir oder einen Daumen hoch und ja, in diesem Sinne maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis bald, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.